Und damit begrüße ich euch zur Skisprungsaison 2017-2018. Wir sind wieder am Start. Für mich jetzt mal wieder ein kleiner Test, weil OBS, mein normales Aufnahmeprogramm, dieses Spiel nicht aufnehmen möchte. Deswegen habe ich mir jetzt Fraps nochmal runtergeladen. Das aber nur am Rande. Also, es geht wieder los. Ihr seht schon Perfect Purple. Natürlich habe ich mich Perfect Purple genannt. So nennen mich die Freunde im Freundeskreis natürlich. Der Himmel hinten schön zusammengetackert. Ihr wisst ja, die Erde ist flach. Eine meiner Lieblingsverschwörungstheorien, die Flacherdler. Also ich bin ein großer Anhänger von Verschwörungstheorien, aber nicht, weil ich die Verschwörungstheorien generell gut finde, sondern weil ich einfach faszinierend finde, wie Schwachköpfe dauernd an so einen Mist glauben können. Und die Flacherdler sind echt toll, die kriegen den goldenen Aluhut. Also Perfect Purple hier am Start, mal schauen, haben wir direkt mal Schanzenrekord raus. Natürlich fleißig geübt, der sah ziemlich gut aus. Windverhältnisse sind auch ordentlich. Das Spiel wird allerdings wahrscheinlich gleich anfangen, mörderisch zu ruckeln, wie ich es kenne. So, was muss ich alles erzählen? Also, wir spielen eine neue Skisprungsaison. Wir werden insgesamt 6 Springer auswählen. Ich habe unten in die Videoinformation bei Strawpoll eine kleine Umfrage gestartet, wo ich einfach mal, ich habe jetzt gar nicht durchgezählt, wie viele Springer das sind. Jetzt während Perfect Purple natürlich nochmal zeigt, wie perfekt er den Purple da macht, lese ich euch gerade mal die Springer vor, die ich ausgewählt hätte. Der Modus ist folgender, wir machen 2 Dreiergruppen, da ja immer nur 3 Springer eben auch hochleveln können, beziehungsweise eben in den nächsten Modus wechseln. Deswegen machen wir immer 3 Springer, das ziehen wir durch. Und ich hätte zur Auswahl einfach mal Andreas Wellinger, Richard Freitag, Kamil Stoch, Stefan Kraft, Daniel André Tande, Markus Eisenbichler, Peter Preutz, Domen Preutz, Noriaki Kasai, David Kubacki, Stefan Laie, Vincent de Comcevoir aus Gründen. Und jetzt fängt das Spiel schon wieder mörderisch an zu ruckeln. Deswegen mache ich mal ganz kurz, dass ich die Aufnahme nochmal neu starte und das dann zusammenschneide. Achtung. Und da ist es auch schon wieder. Mal schauen, ob es jetzt besser funktioniert. Also Vincent de Comcevoir haben wir auf jeden Fall natürlich dabei. Simon Ammann, Piotr Jula, wo ich hoffe, er kommt nicht rein, weil wahrscheinlich die Aussprache wieder nicht perfekt ist. Dann natürlich der Sensationssieger von Wisla, Junshiro Kobayashi, Kai Geiger und Anders Pfannemehl. Ich finde, Pfannemehl ist immer noch einer der schönsten Namen. So, wir versuchen jetzt hier mal ein bisschen schneller durchzukommen. Das ist allerdings nicht das Einzige, was Neues am Skispringen dieses Jahr. Wir werden dieses Mal sogar mit den Originalnamen springen. Wie wir hier sehen, Arthur der alte Lappenlappi. Wahrscheinlich einigen noch bekannt wegen diesem lustigen Namen Arthur Lappi aus Finnland. Also, die Originalnamen hier dabei. David Lazzaroni für Frankreich. Ich dachte immer, es wäre ein Italiener gewesen, aber wenn es hier so steht, dann ist es wohl so. Kalle Keituri ist am Start. Andreas Wank war damals schon dabei, absprungstarker deutscher Springer, auch heute glaube ich noch, ich weiß nicht, ob er die Karriere beendet hat, finde ihn ja immer ein bisschen nichtssagend. Wen aber sonst noch am Start? Michael Möllinger, immer viel zu dick gewesen eigentlich zum Springen, aber er hat es trotzdem gemacht, Fans hat er im Publikum, er grüßt euch. Raphael Schlitz, der polnische Schlitz. Dann haben wir natürlich Jolchung Che, heißt er glaube ich, so wird er glaube ich richtig ausgesprochen. Damals die koreanische Hoffnung von Jochen Danneberg, nee, hieß der Jochen Danneberg? Ich glaube ja, der hat glaube ich damals die Koreaner trainiert und da hieß es immer, ja, die sind böse am Kommen. Jetzt zu den Olympischen Spielen werden die bestimmt ganz groß auch am Start sein. So, Mario Kürschner, so wie Gronkh immer Kirche ausspricht, kommt dann der Kürschner, aber gut, ich soll über Sprachfehler, sollte ich nicht lachen. Clint Jones, ich glaube, der ist auch immer mit Maske gesprungen, hier nicht. Dann haben wir Manuel Fettner, heute natürlich noch dabei, damals noch ein Talent gewesen. Dann Simon Ammann, 2007 war er schon Olympiasieger, ja, zweifacher sogar. Oder ist er in Turin nicht sogar auch nochmal? Oh Gott, ich bringe das mit diesen Olympiasiegen schon durcheinander. Also Simon Ammann, vierfacher Olympiasieger, wann das geworden ist, das ist auch wurscht. Da habt ihr wieder gehört. So, der prachtvolle Kai Bracht ist am Stissel. Dann Bastian Kaltenböck, auch ein Name, den ich ein wenig verdrängt habe. Genau, nee, Alan Elborn habe ich nicht verdrängt. Auch wieder ein super Name, in jedem siebten Eisen Alan Elborn dabei übrigens. Dann Roland Müller, ein Name, der einem jetzt nicht ganz so häufig über den Weg läuft. Wahrscheinlich Roland Müller, den gibt es nur einmal auf der Welt. Alexei Silajew, dann haben wir Jure Radej, kennt man auch noch. Dann Johan Eriksson, immer mal so die schwedische Hoffnung gewesen. Alter Schwede, was hat denn Jure Radej da für Haltungsnoten bekommen? Springt 34 Meter, aber kriegt die 20. Auch nicht schlecht. Willi Matti Lindström. Die Finnen damals noch sehr, sehr dominant gewesen. Dimitri Ipatov. Ich weiß nicht mehr, welcher talentierte russische Springer damals ums Leben gekommen ist beim Autounfall. Wir hatten das schon mal in einem Let's Play. Und da stand die Antwort auch in den Kommentaren. Aber ich bin ja schon ziemlich alt. Deswegen vergesse ich das ab und zu auch mal wieder. Dann Jussi Hautamäki.
auch ein sehr schöner Name, springt natürlich, um Janne Ahorn in die Fußstapfen zu treten, mit Maske. Jussi Hautamäki, auch einer der Besten seiner Zeit gewesen. Dann Julian Musiol, bis heute erzählen wir uns Geschichten über Julian Musiol, genauso wie über Stefan Hocke, der Weltcupsieger von Engelberg und natürlich auch beim Biathlon allgegenwärtig gewesen bei uns, wenn wir mal wieder in die Stefan Hocke gegangen sind. Kimo Yliesto. Yliesto, ach komm, Pesto halt, keine Ahnung, die finnische Antwort aufs Pesto. Tsuyoshi Ichinoe, sagt mir persönlich auch nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ob Katsuyoshi Funaki 2007 noch gesprungen ist, werden wir ja sehen. Dann Rok Benkovic. Wen haben wir sonst noch dabei? Yukio Sakano, habe ich auch vergessen. Daniel Vorfang war damals schon dabei. Jörg Ritzerfeld, der alte Emo, hat sich immer noch mal schön, sieht man auch da am Anzug, immer schön noch mal in den Oberschenkel geritzt, bevor er losgesprungen ist. Wen haben wir sonst noch dabei? Risto Jussilain. Dann Dimitri Vasiljev, wo, glaube ich, hier ein R fehlt. Fehler in der Datenbank. Wird vielleicht noch geupdatet, jetzt 11 Jahre später. So, Tomislav Tainer, nicht verwandt mit Tomislav Piplitscher. Maximilian Mechler kennt man, denke ich mal, noch. Dann haben wir natürlich den guten Martin Schmidt, der allerdings nicht mit lila Helm springt. Es soll angeblich auch ein Grafik-Update hier drin sein. Ich sehe keins, aber vielleicht ist man das auch nicht mehr so gewöhnt. So, Matthias Hafele, der natürlich immer die Haferl-Landung macht. Okay, der war billig. Daiki Ito, weiß gar nicht, hat er den Schanzenrekord noch in Bischofshofen? Es waren immer, glaube ich, 143,5 Meter. Das habe ich mir irgendwie so in mein Hirn eingeprägt bei Daiki Ito. Morten Solem, auch einer der starken Norweger damals. Andreas Küttel, die Schweizer Nummer 2 hinter Simon Ammann. Da gab es eigentlich immer nur die beiden. Balthasar Schneider. Ein Name, mit dem muss er eigentlich Autor werden. So, Piotr Zsula. Tom Bartels würde mich jetzt wahrscheinlich verbessern. Janni Damian haben wir noch dabei. Kennt man natürlich heute noch. Tommy Ingebrigtsen, auch ein Name, an den man sich gerne erinnert. Michael Neumeier, ein Name, an den ich mich nicht gerne erinnere, weil Tom Bartels ihn ungefähr 34 Mal erwähnt hat, wenn er wieder von Platz 27 auf 17 vorgesprungen ist und immer wieder bei jedem Springer gesagt hat, ah, oh, damit ist er hinter Neumeier, ah, oh, noch einer hinter Neumeier. Wen juckt das, Leute? Jonas Ikonen, das war ja meine ganz große Ikone damals, der Jonas mit 2 O. So, Kamil Stoch, es kann sein übrigens, dass wir Namen doppelt haben. Das könnte mal vorkommen, Kamil Stoch ist ja auch in der Liste dabei, dann springt halt im direkten Duell Kamil Stoch gegen Kamil Stoch. Nun gut, kann passieren. Alexander Herr, der Mann, der wirklich Skispringen mit dem Analphabetismus kombiniert hat, weil er hat nie verstanden, dass das V nicht parallel stattfindet. Und jetzt fängt es wieder an zu ruckeln. Bedeutet für mich, ich mache mal wieder ganz kurz Schluss und bin sofort wieder da. So, und da sind wir auch schon wieder. Immer noch Alexander Herr. Hier macht er ein schönes V. Normalerweise hat er die Skier eigentlich eher immer parallel gehalten. Also Fraps ist echt ein tolles Programm, da kann man prima Spiele mit aufnehmen, kann ich euch nur empfehlen. Nein, es kostet sogar was, hat glaube ich 20 Euro damals gekostet, das Runterladen an sich. Also ladet auf jeden Fall, wenn ihr Spiele aufnehmen wollt, OBS runter. OBS ist am besten, aber es funktioniert nicht mit Skispringen. Ich muss nochmal schauen, wie es genau funktionieren kann. So, wer war das jetzt? Ich habe nicht aufgepasst. Wir werden es nie erfahren. Miau. Schön. Dieses Geräusch kommt übrigens auch im echten Leben bei Skispringer. Da ist so eine Taste eingebaut. So, wer bist du denn? Martin Koch, naja gut. Der ist nur beim Skifliegen gut. Dann Janne Happon, das war immer sehr happig, wenn der gesprungen ist. Aber sein Lieblingseis ist übrigens das Happen. Dann Tami Kuro kennt man. Anders Bardal, na klar, heute noch bekannt. Reinhard Schwarzenberger, der ist später, glaube ich, dann Gouverneur von Kalifornien geworden. So, Primož Peterka, auch Weltcup-Gesamtsieger. Ich weiß gar nicht, ob er die Vierschanzentournee mal gewonnen hat. Kann sein, dass er es einmal geschafft hat. Stefan Thurnbichler, der dann später zum Turnen gegangen ist. Nee, komm, den streichen wir wieder. Georg Späth, den ich immer ein bisschen komisch fand. Der sah immer aus wie so ein Golem, wo man oben irgendwie so einen Zettel reinwirft und dann hat man einen Wunsch frei. Also ganz, ganz merkwürdiger Zeitgenosse. Wahrscheinlich gar nicht mal so blöd. Ist jetzt, glaube ich, auch bei den Kampfrichtern häufiger mal dabei gewesen. Beziehungsweise nicht bei den Kampfrichtern, sondern bei den Organisatoren. Aber fand den immer ein bisschen merkwürdig. Nochmal Rok Benkovic. Was ist denn hier los? Fehler an der Datenbank. Fehler an der Datenbank. Matti Hautamäki. Ach stimmt, Matti Hautamäki und Jussi Hautamäki gab es ja. Stimmt. Noriaki Kasai, auch einer von denen, die doppelt passieren können. Genauso wie Lars Bistöl, Takanobu Okabe. Habe ich gerade gesagt, genauso wie Lars Bistöl. Nein, glaube ich nicht, dass Lars Bistöl da heute noch dabei ist. Martin Höllwart, inzwischen erfolgreicher Trainer. Andreas Kofler.
Den habe ich jetzt in die Auflistung gar nicht mit reingenommen. So, Björn, einer Romeuren, wobei ich gar nicht weiß, was macht Kofler momentan eigentlich. Hat er die Karriere beendet oder, ich muss gestehen, ich habe mich zwar ein bisschen informiert über das Skispringen, das erste Springen mir auch nochmal Real Life angeschaut. Aber so 100% bin ich natürlich noch nicht drin in der Materie. Das ist wie beim Radsport, wo ich auch immer so ein paar Monate brauche, um mich an die neuen Teams und so weiter zu gewöhnen. Und ich meine, mit Junshiro Kobayashi hat jetzt ja auch keiner gerechnet. So, Björn Einer lässt es mal wieder Romeuren. Viermal die 20. Holy moly, aber nur 110 Punkte. Die springen alle nicht besonders weit. Wir sind gleich durch. Roald Jockelsoy. Endlich auch richtig geschrieben natürlich. Ist genauso, als hätte ich gewusst, wo das O und das E und so weiter hingehört. Dann Wolfgang Leutzel, der auf jeden Fall die 20er-Noten sich verdient. Weiß nicht, hat er welche bekommen? Nur eine. So, Robert Kranjec, Skiflug-Weltmeister mehrfach. Andreas Witthölzel, auch immer Hopp oder Top, entweder auf den Vorbau- oder Schanzenrekord. Janne Ahon ohne Maske. Wie gesagt, die Datenbank wird hoffentlich noch aktualisiert hier im Spiel. Thomas Morgenstern, auch die Karriere beendet nach wirklich schweren Stürzen. Dann Michael Uhrmann, boah, fand ich immer ultra langweilig, habe ihm nie die Daumen gedrückt. Und zum Schluss Adam Morlisch natürlich hier im gelben Trikot des Weltcup-Führenden. Ich glaube, in dieser Saison müssen sich ja immer alle Springer qualifizieren für den, ja, für den ersten Durchgang. Also es gibt die Top 10 oder Top 15, wie es ja damals, glaube ich, jetzt hier noch war, 2007, in letzter Zeit war es ja nur noch die Top 10, sind nicht automatisch für den Wettbewerb qualifiziert, was ich eigentlich ganz cool finde. Andererseits natürlich auch ein bisschen dafür sorgt, dass die Skispringer vielleicht manchmal dann ein bisschen, ja, arg beansprucht werden. So, jetzt schauen wir mal, was Perfect Purple da so rausholen kann. Man kennt ihn ja, Perfect Purple. Das war der Spitzname im Osten von Jens Weißflog. Mit seinem Schnäuzer. Ja, toll, genau jetzt hat es natürlich geruckelt. Ruckeln? Super. Also, ich muss es auf jeden Fall mit OBS hinbekommen, mit Fraps aufzunehmen. Das macht keinen Spaß. Das hat man gerade gesehen, da wäre deutlich mehr drin gewesen. 111,1 Punkte, das reicht zu Platz 3. Damit sind wir nach dem ersten Durchgang auf dem 5. Platz, aber da geht natürlich noch einiges nach vorne, wenn wir im zweiten Durchgang mal fehlerfrei runterkommen. Ich hoffe, ich habe alles erzählt, ich habe alle Namen vorgelesen, ich habe dreimal die Aufnahme beendet, nee, zweimal nur. So, jetzt fängt es wieder an zu ruckeln. Sehr gut, also ich beende gerade nochmal ganz schnell, um einen guten Sprung hinzubringen. So, komm schon. Ruckelfrei! Na also, das sah doch schon deutlich besser aus. 127 Meter. 140,6 Punkte. Damit springen wir noch auf Platz 1. Mindestens Erster sind wir damit. Ich glaube, da wird uns keiner mehr überholen. Naja gut, wenn Lars Bistel so gut war, wir als Jens Weißflög. So, naja, Dritter werden wir wahrscheinlich. Adam Morlisch, alter Schwede, der hat sogar nochmal einen Punkt draufgelegt im zweiten Durchgang auf uns, obwohl wir mit Perfect Purple natürlich den Perfect Springer auch haben. So, das war's. Ich glaube, ich habe alles erzählt. Unten könnt ihr, wie gesagt, abstimmen. Nochmal, es werden zwei Dreiergruppen werden, damit eben nicht, weil wenn wir jetzt immer Sechsergruppen durchschicken, dann müssen wir die andere Gruppe ja auf jeden Fall eh nochmal durchbringen, weil die sonst nicht aufsteigen können. Und dann werden wir halt, wenn alle sich dann für den Weltcup qualifiziert haben, mit 6 Springern dann tatsächlich eben in den Weltcup-Modus gehen. Wir werden versuchen, die Springer so schlecht wie möglich zu lassen. Also, es wird kaum neues Material geben. Das Training wird nur das Minimum sein, was man sich halt so leisten kann. Aber es wird wirklich... Wir werden die Skispringer nicht pimpen. Ansonsten ist es so, dass wenn man nämlich bei allen immer das Beste rausholt, spätestens zur Vierschanzentournee oder so Ende der ersten Weltcup-Saison, springt man sonst schon um Siege mit und gewinnt meistens. Deswegen, wir machen es so schwierig wie möglich, dass es von den Platzierungen nicht so gut wird und dass wir echt ein bisschen hinterherhinken und das halbwegs realistisch bzw. auch spannend wird zum Zuschauen, weil wenn man jetzt immer gewinnt, ist auch doof, bzw. wenn man zu schnell gewinnt. Da wollen wir nicht hin, so wie wir es das letzte Mal gemacht haben, also vorm Abo-Tournament war es, glaube ich, alles in Ordnung. So, bevor es wieder anfängt zu ruckeln, verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann hoffentlich in einer ruckelfreien Skisprungsaison. Ich muss, wie gesagt, bei den Aufnahmeprogrammen noch ein bisschen dran arbeiten. Und vor allem auch erstmal wieder richtig fit werden, weil mich wieder mal eine Erkältung erwischt hat die letzten Tage, obwohl es jetzt schon wieder etwas besser ist. Also, ich sage Dankeschön fürs Schauen. Ich bedanke mich schon mal vorsorglich fürs Abstimmen. Ich werde wahrscheinlich, kann ich jetzt gerade nochmal ankündigen, morgen ist dann Freitag, werde ich wahrscheinlich mit dem Lukas zusammen noch ein bisschen Vuelta streamen. Wenn wir das richtig hinbekommen, müsst ihr mal schauen.
Aber ich denke schon, dass das klappen sollte. Dann werde ich ihn wieder abziehen, den alten Rewe-Gott. Und freue mich, wenn ihr da dabei seid. Freue mich, wenn ihr beim Skispringen dabei seid. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.